Wüsste jetzt ad hoc nur nicht wo. Wo gab es leicht Seelen, die man auch mit 50% Lebenspunkte schafft? Keine Ahnung. Da ist die Seele. Ehrenwerter Ritter. 8000, ja, das sollte reichen. Hallo? Was? Achso. Den Text kennen wir schon. Kaufen. Wir hätten gerne Läuterungsstein einmal. Jo. Prismensteine. Alle. So. 99 Prismensteine. Gift. Harz. Nö, aber Heimkehrknochen hätte ich gern mehr. So. Sehr gerne. Mhm. Ja, ja, hör auf zu kichern. Komisches Weib. Wir hätten gerne. Wo bist du? Da bist du. Benutzen. So, dann würden wir uns gerne zurückteleportieren. Und dann würde ich ganz gerne Seelen machen. Ganz, ganz viele Seelen machen. Um nochmal so einen Läuterungsstein zu kaufen. Weil ich habe keine Lust, das jedes Mal durchzumachen, wenn wir verflucht werden. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt wohin? Im Archiv war das doof. Die Katakomben der Giganten sind doof. Die gemalte Welt. Die Legionäre waren gut. Und es sind viele. Na, gucke ich mal hin. Zweihändig. Das heißt, wir müssen nur den hier umbringen. Zack. Und dann haben wir hier gleich die ganzen Legionäre. Da huschen wir jetzt einfach mal rein und gucken, ob wir gleich ganz viel auf einmal erwischen. Nein. Na komm. Du hältst ja zwei Schläge aus. Das war so nicht geplant. 500 Seelen. Solange ich jetzt nicht irgendwie sterbe, ist alles gut. Aber es klappt ja ziemlich gut. Ja. Ja, zwischendurch heilen wäre ganz praktisch. Au. Weg. 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 Und wir haben gleich schon genug für einen weiteren Läuterungsstein. Und wenn wir eine Waffe hätten, die etwas mehr Reichweite hat, könnten wir bestimmt recht schnell abstauben. Aber so ist auch okay. Zack. Genau, weg mit dir. Weg mit dir. Gucken wir, wie viel Einsatz Legionäre bringt. Ach, du noch. Zack. Zack. 7500. Das ist nicht schlecht. Und jetzt könnte ich einfach wieder zurücklaufen. Hier lang. Und das Ganze neu starten. Und kommt ihr noch einmal, ja? Achso, ihr kommt von oben, seid runtergefallen. Ja. Wir können auch von hier weg teleportieren, ja. Jedes Mal, wenn ich hier in das Bild komme, ist es immer neu unheimlich. Immer das Gefühl, dass ich jeden Moment hier drin gefangen werden könnte. Also, wir wollen Läuterungssteine kaufen. Wir wollen Pfeile kaufen. Viele Pfeile. Ganz einfache Pfeile zum Holen. Hallo, Jungs. Das war eine sehr doofe Idee, sich seitlich wegzudrehen. Okay. Na, wir können ruhig Tränke verschwinden. Ist nicht schlimm. Und wir gehen einfach hier so schräg mal rein und gucken, ob wir nicht einfach eine riesen Bresche schlagen können. Ja, gib ihm. Ja, 12.000 Seelen. Also ist nicht super spannend und kann auch in die Hose gehen, wenn die alle mal gleichzeitig zuhauen. Aber effektiv, alle mal. Au, au. So 6.000 war es pro Läuterungsstein, ne?
Dann haben wir es ja schon drin. Zwei Stück auf Hochrad. Alles super. Und wir haben noch 3000 obendrauf. Wo wir gerade mal hier sind. Wir hatten noch diesen komischen Nekromanten hier in der Ecke. Ich glaube, den versuche ich mal zu beschwören mit diesem einen zerborstenen Augapfel. Ah, Feuertypen. Ich mag euch nicht. Weg. Weg. Alle weg. Ist hier noch irgendwo einer? Da. Du bist kein Feuertyp. Du tust einfach nur so weh. Den da targeten, bitte. Okay. Weg. Trinken. So, keine Nachricht, dass irgendein Typ uns invasiert. Ich muss auch eh noch einem... Na, ich muss menschlich aussehen, glaube ich. Ja. Also menschlich sein. Das heißt, wir laufen nochmal zurück zum Leuchtfeuer. Benutzen das, füllen die Flaschen auf, töten nochmal alle Legionäre. Weil es halt schön einfache Seelen sind. Das ist die falsche Richtung, ne? Ja. Töten nochmal Legionäre. Und dann in menschlicher Form gehen wir da runter und gucken, ob wir diesen Typen mit dem komischen Kopfding da erwischt kriegen. So. Raus. Und ich wechsle vorher mal die Ausrüstung schon mal auf den Feuerschutzring. Reduziert Lavaschaden? Nein. Du. Versteckt Feuerverteidigung. Und beim Schuppenlosen. Also der Schuppenlose sah sehr, sehr gut machbar aus. Das einzige Problem, was ich halt sehe, ist Kameraführung. Weil wenn er die Kristalle macht auf dem Boden, das tickt recht langsam hoch mit dem Fluch. Jedenfalls mit unserer Rüstung. Kurz töten. Aber man kann halt nicht sehen, wie man wegläuft. Oder in welcher Richtung man am besten weglaufen sollte, um von den Kristallen rauszukommen, sobald der Fluch zu hoch tickt. Das ist dann doch schon arg störend. So, 20.000 Seelen. Na, ich habe keine Menschlichkeit benutzt und ja, raus hier. Müssen wir gar nicht erst weitermachen, das bringt nichts. Weg, nicht sterben, weg. Kein Speer in den Rücken, bitte. Trinken. Ja, okay. Also Unachtsamkeit bringt einen überall um. Raus. Menschlichkeit benutzen. Da, benutzen. Mhm. Raus. Aushöhlung umkehren. Ja. So. Jetzt zurück. Legionäre töten. Und dann zu dem Ding. Wobei die Legionäre eigentlich nicht mal töten müssten. Was? Nicht mal töten müssten. Wir können aber den vorbeilaufen. Die sind viel zu langsam. Aber es wäre doof, wenn sie sich im Kampf einmischen. Huh? Nee, komm. Wir laufen einfach außen rum. Ist gut. Hier ist doch richtig. Nö. Hier ist falsch. Andere Seite wäre richtig gewesen. Hallo Jungs. Na komm, wenn ich deine Seite so sehe, dann will ich da auch raufhauen. Ja, ja, Blut für den Blutgott. Hau. Weg, weg. Kein Prismastein, eine Flasche bitte. Au. Nicht mit der Armbrust. Du. Na, roll. Bing. Nein, nicht beim letzten Lagerfeuer rasten. So, weg. Viel zu hektisch gerade. So, einer weg. Und noch einer weg. Viel besser so. Viel besser. Oh, da liegt Loot. Ich wusste gar nicht, dass die Loot droppen. Ein Speer. Ja, das macht Sinn. Weg. Weg. Okay. Wo? Da.
Da ist der komische Friedhof. Also er kam, als wir relativ weit unten waren. Und wenn er von alleine nicht kommt, probieren wir diesen Augapfel. So, du weg. Du weg. Hinten ist noch ein Feuerwerfer. Hier sind noch normale. Ding. Weg. Weg. So, war es das an normalen Gegnern? Ich denke schon. Hier hatten wir uns über die Ketten Gedanken gemacht, über etwaige Zwinger und Hunde, und da ist er ja auch schon. Jeremiah. Da oben ist er. Nein, du zauberst nicht. Gewonnen. Sehr gut. 30.000 Seelen. Menschlichkeit erhalten. Und Kerbenpeitsche erhalten. Was macht denn die Kerbenpeitsche? Und ja, alle Magiebegabten sind doch recht einfach, wenn man zweihändig auf sie einknüppelt, während sie gerade nicht zaubern. Wenn sie zaubern, ist das ein tierisches Problem. Peitsche mit spitzen Stacheln. Mit geringer Wirkung auf Rüstung oder kräftige Schuppen, aber recht beeindruckend gegen Gegner mit nackter Haut. Verursacht außerdem schwere Blutung. Ja, also meistens kämpfen wir gegen Sachen, die ziemlich gut gepanzert sind. Außerdem wird es eine Dexwaffe sein, also nicht interessant für uns. Gut, also wir haben jetzt 61.000 Seelen. Sollte reichen für zwei Läuterungssteine und ein paar Pfeile. Und dann vielleicht noch einen Stufenaufstieg. Also da lang. Teleportieren. Mit diesem Leuchtfeuer ist kein Teleportieren möglich. Ich wusste es. Ich wusste es. Egal. Es ist nicht schwer, von hier aus rauszukommen. Da ist nur ein Ritter im Weg. Ja, nee, nee. Gegen euch kämpfen wir jetzt nicht nochmal. Wir haben genug Seelen. Wir müssen hier nicht mehr farmen. Auch wenn es ein echt schicker Platz zum Farmen ist. Und wir müssen da einfach nur geradeaus. Und ich glaube, ich ignoriere auch den großen schwarzen Ritter jetzt. Wenn das denn geht. Und laufe einfach durch die Nebelwand. Und dann an der Frau vorbei. Die Frau sagt mir, ich soll mich in Selbstmord stürzen. Und dann ist gut. Auch wenn die bestimmt irgendwann genervt ist. Was ich denn andauernd in ihrer Welt mache. In ihrer Welt, die angeblich so ruhig ist und gütig und... Was auch immer. Au. Ja, 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 ja. Trink. Roll, 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 roll. Der kaut schon wieder. Nicht runterrollen. Okay. Da bitte durch. Ja. Hallo. Wir wollen nichts Böses. Der da hinten schon. Also, vielleicht erst mit dir reden. Ja, stürzt euch von der Planke. Gerne doch. Jetzt bin ich wieder in Anno Londo. Hatte ich das letztes Mal getestet? Und ich werde nicht gegen euch kämpfen. Hatte ich letztes Mal getestet, was passiert, wenn ich am Leuchtfeuer... Ja, ich habe am Leuchtfeuer gerastet, das ist das Problem. Wenn ich nicht am Leuchtfeuer gerastet hätte, hätte ich mich wahrscheinlich rausporten können. Mit dem Heimkehrknochen. Wenn ich jetzt den Heimkehrknochen benutzen sollte, was ich nicht machen werde, dann würden wir wieder im Bild auftauchen. Nicht so schön. Also wenn ich nächstes Mal auf die geniale Idee komme, in das Gemälde zu porten, weil man da so schön Seelen farmen kann, sollte ich den netten kleinen Nebeneffekt nicht vergessen, dass man nicht so schnell wieder rauskommt. Also nicht, weil der Ausgang so weit weg ist, sondern weil, wenn man dann draußen ist, so wie wir jetzt, müssen wir von hier aus ja erstmal auch zum Leuchtfeuer laufen. Ich glaube, da ist richtig. Aber naja, waren jetzt nochmal ein paar Minuten oben drauf, ist nicht so schlimm. Wir können auch, wo wir gerade schon mal hier in der Gegend sind, die Feuerhüterin-Seele abgeben. Das vergesse ich nämlich auch schon seit einer Weile. Dann hätten wir schon mal eine +5-Flasche, wenn wir gegen den Schuppenlosen kämpfen. Crunch.
Oh. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man da drin steht, wenn das Teil runterkommt. Naja. Da. Und dann aktivieren wir da das Leuchtfeuer. Und springen dann nächste Folge zum Feuerbandschrein, laufen von da aus zur Moosfrau, kaufen uns ein Läuterungsstein. Ja, ein Läuterungsstein. Und dann geben wir das Geld, was wir jetzt noch haben, für einen Stufenaufstieg aus wahrscheinlich. So, verstärken. Jupp. Plus 5. Gut. Aktivieren. Wir wollen nicht im Bild respawnen, wenn wir irgendwo sterben. Aber ja, also einen Stufenaufstieg können wir uns jetzt ja schon mal holen. 33.000, ja. Wir hätten gerne... Was hilft uns beim Schuppenlosen? Fluchresistenz können wir aber so nicht wirklich steigern und sollten wir wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst steigern. Ne, geht gar nicht gesteigert. Wir haben gerade Fluchresistent 90. Wir sind in menschlicher Form. Als Hülle hatten wir, glaube ich, sogar mehr. Das heißt, wir sollten nicht unbedingt in menschlicher Form gegen ihn kämpfen. Und wir könnten... Ich bin eigentlich für Stärke. Mehr Schaden ist immer gut. Weil Lebenspunkte waren nicht so wichtig bei dem Kampf eben gerade. Wir konnten gut gegenheilen. Das einzige Problem war halt, ne, Fluch. Das heißt, wir könnten einen Ring nehmen, der eventuell auch Fluchresistenz bringt. Stamina ist auch nicht so wichtig. Nö, ich nehme Stärke. So, Stärke genommen. Und dann jetzt zum Feuerbandschrein gleich als nächstes. Dann zur Moosfrau. Läuterungsstein kaufen, vielleicht sogar zwei. Und irgendwelche anderen Moossachen noch. Oh, und Pfeile. Pfeile gab es bei der Moosfrau, aber glaube ich nicht. Müssen wir da gucken. Dann porten wir uns vielleicht noch zu dem anderen Schmied und kaufen da einen. Und dann geht's zurück Richtung Schuppenlosen. Also bis gleich.